So, meine Lieben, ich versuche für heute noch den letzten Versuch, den Boss ordentlich zu hauen. Wie ihr seht, meine Gruppen haben jetzt eine relativ ausgeglichene ausgeglichenen Lebensbalken hier. Ich habe versucht, sie auch relativ ausgeglichen zu lassen mit den der Abwehr, mit dem Angriff, abgesehen von Emmys Truppe. Da sind die Stärksten drin. Bei der Torgels-Gruppe ist der stärkste Char drin. Jo, ein wenig ausgeglichen. Vielleicht funktioniert es ja so. Ich habe auf jeden Fall mystisches Ausweichen und mystische Verteidigung hochgeschraubt, damit ich auch ja nicht so viel Damage von den ganzen Viechern kriege, weil die arbeiten fast nur mit Magie. Genauso wie diese Galaxie-Attacke von Ludope, die ist so richtig ekelhaft. Besonders sowas auch noch zu Anfang. Ich kann nur sagen, versuchen wir es wieder. Wenn es dann nicht klappt, dann werde ich wohl wieder mal trainieren müssen, was ich ja schon tausendmal gemacht habe. Nein, ich bin nicht angepisst. Wieso sollte ich auch? Besiege Ludope mit Vergnügen, so. LP wiederherstellen kann ich nicht machen, sondern gehe ich drauf. Gibt's überhaupt was? Nee, diesmal kein Naru-Dingsbums. Schlinge Scheiß. Ich kann da eigentlich nur auf den Boss gehen. Wir können eigentlich nur hoffen, dass wir hier Typen hauen. Mit Statusveränderungen bin improvisiert. Improvisiert ist immer gut. Gehen wir halt alle auf die gleiche Truppe. Improvisieren wir hier auch mal. Genau. Ich hoffe, es funktioniert. Direkt mal eine Intervention. Stummgas. Supergeil. Rauchkanister gleich hinterher. Was wollt ihr von mir? Diese Truppen sind so dermaßen gefährlich. Ich kann jetzt nur hoffen, dass sie so platt machen. Und anstatt die zu beleben, haben sie natürlich hier gemeint, hey, machen wir... Ja, genau. Stummgas, Lähmungsgas. Fuck you, ey. Wow. Ich verliere die Lust an dem Spiel. Nein, natürlich. Ich hab doch X. Willst du mich eigentlich? Wow. Ein Erfolgserlebnis. Könnt ihr die bitte platt machen? Bitte. Bitte. Auch. Leute. Ich muss kurz einen Schnitt machen. Weiter geht's und die sind immer noch nicht tot. Ich pack's nicht. Irgendwie hat's gerade gehangen. Ich weiß echt nicht, woran es liegt jetzt gerade da. Hab doch keine Lust, dass es danach asynchron ist. Blablabla. Fakt ist, dass sie mich hier gleich wieder umholzen. Mein PC mag Ludope bestimmt auch nicht. Flugwort. Ja, jetzt machst du keine Galaxie. Warte, wenn man ihn nicht an... Warte! Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Vielleicht ist es ein riesengroßer Fehler, auf den Boss loszugehen direkt am Anfang. Und zwar ein riesengroßer. Oh, ich habe hier noch... Oh, ich habe noch zwei Verbände. Yay. Wow, ich pack's nicht. Wow, ich pack's nicht. Problem bei uns war jetzt einfach gerade. Also Ludope macht keine Galaxie, solange man nicht auf ihn losgeht. Noch nicht anfangs. Was in dem Sinne aber heißen müsste... Ja, ich bin tot. Das heißt es. Indeed. Wow, der ist echt hartnäckig, der Kleine. Ich probiere es aber trotzdem nochmal.
Also nicht auf Ludo gehen am Anfang. Ich weiß auch nicht, ob es ein großer Fehler ist, wenn ich... Moment, da die ja total drauf fixiert sind mit ihren komischen Gammelattacken. Ich glaube, ich muss die Verbände nochmal umstellen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Und ihr könnt gerade mal zuschauen. Ich glaube, in dem Kampf sind 5 Verbände wirklich das Beste. Wo haben wir denn Irina? Irina haben wir bei David. I shall strive to do my best. Jo. Abwehr der vorderen Reihen. Solian ist dann 3. Die hat eine Gammelabwehr. Okay, dann nehmen wir Glenne, Solian und Gabriel. Das heißt dann 3. Das heißt dann, hier muss noch einer raus. Wen nehmen wir denn raus? Nehmen wir den raus, dann kann die andere Gruppe auch mal was reißen. You have chosen well. Wow. Okay, dann machen wir Irinas kleines Grüppchen auf. Machen wir. Verbessert Abwehr der vorderen und Abwehr der hinteren Reihen, das ist schön. Nein, wir nehmen Irina. Dann nehmen wir ihn hier. Und dann nehmen wir Pegasus. Das heißt, wir haben 5 Kompanien. Wobei Irinas... Ja, ja. Das ist echt ätzend gerade. Auf ein neues Harakiri. Ah, seid froh. Dieses Spiel ist so unverschämt schwer. Ich find's aber genial. Jetzt treten wir denen in den Arsch. Weil alles, was die da machen, ist nur gefährlich, je mehr Leute man im Team hat. Diese ganzen Gruppenangriffe. Und was anderes machen die gar nicht. Zudem haben sie, glaube ich, auch 5. Doch, ich glaube 5 Verbände. 5 Gegnerverbände plus Boss. Der Boss, der nichts tut, außer Fernangriffe. Womit man ihn überfallen könnte. Aber wenn man ihn überfällt, dann, Galaxie. Ja, doch 5. Seht ihr? Ist nur die Frage, mit wem gehen wir rauf? Handelt weise. Niemals. Gehen wir auf die. Ich glaube, verteidigt uns ist keine so schlechte Idee. Hoffen wir, dass es klappt. Ich bin gerade total verzweifelt, also. Intervention ist eh Wurst, das ist bei so... Shit. Gleich eine Giftgas reingedrückt. Au, au, au. Hau ihn kaputt. Nein, nicht ohnmächtig. Kaputt hauen, Mann. Boah, Leute, bitte. Bitte, mach doch etwas. Ja! Erste Truppe tot, aber nur durch viel, viel Glück. Das ist schon wieder eine Intervention. Au. Au. Leute, macht sie fertig. Oder auch nicht. Intervention, das ist schön. Das ist aber meine Abwehrhaltung jetzt. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Moral zurück. Ihr solltet nicht ohnmächtig hauen, ihr solltet ihn umhauen.
das nervt mich. Es kann nämlich einen Konterangriff geben oder sonst sowas. Ja, es kommt die letzte Gruppe. Und einen Flankenangriff. Lähmungsgas und Stummgas. Genau. Ich sterbe jetzt schon wieder. Ah, nee. Das ist die, die abgewehrt hat. Ganz ruhig. Chill. Ganz ruhig. Es kommt aber der mit seinem Kacklähmungsschrei. Ja, man, er ist tot. Zack, tot. Ja. Das sag ich doch. Der geht mir ziemlich auf den Sack, der Kleine. Improvisiert. Mit mystischen Künsten. Das ist... Haltet eure HP hoch, meine Lieben. Ihr macht die hier fertig, und zwar sofort. Und ihr macht die hier fertig. Und jetzt bitte. Ja, ab. Genau. Stummgas 3. Ha! Ich kann auch. Be careful. Hui. Ja, jetzt wird er auch noch ab. Genau. Das da könnte vielleicht eventuell funktionieren. Nein! Warum? Beinspalter, Schneidraum, Schneidraum. Ja, schaut schon. Das ist so ein asozialer Scheißdreck, echt, ey. Giftgas. Aber seht ihr, wir kriegen wesentlich weniger Schaden. Nom nom nom. Den Stoß wird nicht reichen. Nein. Aber ich glaube, mit der Taktik können wir es schon eher schaffen. Es ist halt wieder nur scheiße gelaufen wegen Intervention und dem ganzen Kram. Ja, Fluchwort auf Irina. Tschüss, tschüss. Wow, knapp. Aber Ludor ist der Letzte, der angreift. Das ist Fakt. Bitte lass es funktionieren, bitte lass es funktionieren, bitte, 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 bitte. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, niemals sterben. La, la, la. Ja, halt euch, mit Gelb Wolke ist eh alles zu Ende. Ja, ich bin ein wenig kaputt im Kopf wegen diesem Kampf. Wieso hast du nicht Beleben gemacht, du blöde Ziege? Bist du behindert? Ja, danke. 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 Mach sie bitte fertig. Was wir für unverschämte Lacker sind, ey. Was wir für unverschämte Lacker sind. Alter Schwede. Oh, ist das schön. Ja, bringen sie um. Es ist mir Wurst. Naja, eigentlich ist es mir nicht Wurst, weil wenn unsere Truppe jetzt drauf geht, dann haben wir... Wir haben nur noch eine. Nein, wir haben zwei. Wir bringen sie jetzt erstmal alle zurück. Mit zwei sollte es möglich sein, ja. Der rennt uns jetzt dahin. Das ist aber eh meine Geschwäche. Hexen. Ja. Aber trotzdem gut. Wir können sie nicht beleben. Habt ihr gehört? Wir können sie beleben. Wenn das alle schon hochgehalten.
Aber ich habe immer noch voll Panik, ihn anzugreifen. Ah, richtig Panik. Kommt schon, Leute, ihr schafft es. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ja, Glück gehabt. Leute, das da kann unter Umständen noch was werden. Es kann, muss nicht, es kann aber. Holt sie zurück, holt sie zurück, holt sie zurück, holt sie zurück. Oh, ist das knapp, ey. Ist das knapp. Ja, genau, demoralisiert sie. So kann ich keinen mehr zurückbringen. Egal. Lähmungsstrang ist böse. Möglich, dass sie jetzt sterben. Bitte drängt sie wieder eine Blockade. Bitte, bitte, bitte. Ich flehe euch an. Ab in eine Blockade. Oder auch gar nichts. Aber es leben wieder drei Leute. Irgendjemand wird auf jeden Fall in die Blockade gedrängt. Ist nur die Frage, wer ist gerade der Schnellste? Greifen die halt an. Die bringen sie zurück, die bringen sie zurück. Scheiße! Ja, ich fiebere hier gerade extrem mit. Ich bin froh, dass er nichts Schlimmeres gemacht hat. Als ein Angriff. Panik. Wieso in Bereitschaft? Können die den nicht heilen? Ja, Mehrfachblockade. Oh, das da kann richtig eklig enden. Hau rein. Danke. So. Es steht eine meiner stärksten Truppen dran. Ne, das ist meine stärkste Truppe. Aha. Da, 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 da. Ja, bringt sie zurück. Halt die anderen. Halt euch mit alten Künsten. Mystischen Künsten heilen. Dass die Blockade abgebrochen wird, ist ziemlich Wurst. So Leute, sind wir bereit? Ja oder nein? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!